Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr leider hören könnt, bin ich nicht ganz fit. Nichtsdestotrotz habe ich euch versprochen, dass das Video heute rauskommt und deshalb ziehen wir das gemeinsam durch. Um was geht es heute in dem Video? Ihr könnt es da im Hintergrund schon sehen. Selbstanalyse Dezember 2018. Warum mache ich das ganze Video? Weil ich glaube, dass das Ganze viele, viele von euch irgendwie mitnehmt, ist bitte das falsche Wort, aber ihr euch damit identifizieren könnt. Warum? Ich habe wirklich fast einen Monat lang gebraucht, um herauszufinden, warum ich diese Krise hatte, warum ich plötzlich schlechtere Weekend-League-Ergebnisse habe, warum ich im Cup weniger Sieger hole. Und ja, das wollte ich einfach euch mitteilen, damit ihr einfach wisst, wo ihr vielleicht selbst an die Dinge arbeiten könnt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall mit diesem Video viel Spaß. Ja, beginnen wir kurz mal in den November reinzublicken nochmal, ja, weil da war ja die ganze Sache noch in Ordnung, da lief alles perfekt. Ich habe jedes Wochenende 28-2 in der Weekend League absolviert und konnte dann auch bei den einen oder anderen Food Champions Qualifier sogar den zweiten Tag miterleben. Das heißt, eigentlich die Leistung relativ konstant und stabil, für das ich wirklich jetzt fast die letzten paar Jahre ja wirklich nicht professionell auf höchstem Niveau versucht habe zu spielen, sondern eben meine Coaching-Akademie zu pushen. Jetzt ist das Ganze so, dass beides für mich wichtig ist, nicht nur die Coaching-Akademie, sondern auch meine eigene Leistung. Und deshalb habe ich gesagt, den FIFA 19 greife ich an. Deshalb darf ich natürlich nicht in meinem ersten Comeback ja gleich alles erwarten. Aber nichtsdestotrotz bin ich ehrgeizig und motiviert und wollte einfach schon so schnell wie möglich mich in der Weekend League festsetzen mit einem guten Ergebnis und dann natürlich irgendwann mal schauen, wo der Weg natürlich noch in dieser FIFA-Version weitergeht. So, November, alles geil, super geschmeckt, cool die Weekend League absolviert. Und dann kam ja Ende November, Anfang Dezember ein Update. So, und wir wissen ja, FIFA-Updates bringt gleich immer eine Euphorie aus. Es kann in die positive Richtung gehen oder in die negative Richtung. Man hofft natürlich immer, dass es positiv ist und ja, irgendwie kam dann der Zeitpunkt im Dezember, wo es einfach nicht mehr lief, ja, und ich dachte mir, ich mache ja nichts anderes. So, vorab wusste ich aber beim letzten Qualifier, ich bin dann mit 4-3 rausgegangen, 4-3 bedeutet 4 Siege, 3 Niederlagen, und habe das Ganze analysiert und habe mitbekommen, dass ich in der Offensive richtig, richtig stark war, ja, flexibel, variabel, echt geil kombiniert habe, coole Spielzüge habe, aber wenn ich den Ball verloren habe, war die Kacke am Dampfen und ich habe Kontertore bekommen. So, das habe ich analysiert, meinte aber, ja, so viel muss ich nicht verändern. Dann kam, wie gesagt, der Patch und dann kam im Kopf auf einmal so, ich habe mich dann eine Woche lang von Ultimate Team im Dezember zurückgezogen, weil ich mich eben für die E-Bundesliga, die jetzt am 19.01. stattfindet, qualifizieren wollte für den SK Rapid Wien. So, somit habe ich mir gedacht, spielst du mal eine Woche lang, da war auch jetzt kein Qualifier oder so, eine Woche lang kein Ultimate Team, sondern nur 85er Modus. Hat dann gut im 85er Modus geklappt, konnte mich dann schlussendlich qualifizieren für das Finale jetzt am 19.01. an dem Samstag, also nicht diesen kommenden Samstag, sondern nächsten Samstag, ja, ist auch live auf Sky zu sehen, ab dem Halbfinale, für die Leute, die das mitverfolgen wollen, oder natürlich auf Twitch Stream E-Bundesliga. Ja, und dann war eben das erste Wochenende, wo eben auch der 85er Modus Qualifier für die E-Bundesliga war und die Weekend League. So, ganze Woche kein Ultimate Team gespielt. Dann habe ich den ganzen Samstag eben im Rapid-Stadion eine Qualifier gespielt, konnte das Gott sei Dank das Ticket lösen und am Sonntag habe ich mir gedacht, spiele ich dann die Weekend League. Aber was macht der Mario? Er spielt nach den langen, anstrengenden Qualifier im Stadion, ja, wo es wirklich auf und ab war mit meinen Nerven, mit meinem Herz, es war wirklich sehr spannend, ja, bis zum Schluss, spiele ich dann einfach 30 Spiele am Stück, nachdem ich eigentlich von 9 Uhr in der Früh bis 20 Uhr am Abend 85er Modus Qualifier gespielt habe, offline, plus die ganze Woche
85er Modus trainiert habe mit Sergian und Benji. Schöne Grüße gehen da an die zwei raus, die mich da unterstützt haben und wir beide oder wir drei uns gegenseitig unterstützt haben, weil die haben sich ja für die anderen Vereine qualifiziert und ich auch. Alles gut gegangen, was das betrifft. Dann kam die Weekend League. Nicht, dass der Mario nach Hause fährt, sich freut, runterkommt, schlafen geht. Nö, er denkt sich, naja, guten Qualifier gespielt, dann spiele ich einfach mal Ultimate Team. Weekend League steht ja vor der Tür. Was passiert also? Ich spiele einfach Weekend League, ohne mich warm zu spielen. Eine Woche kein Ultimate Team angerührt. Ja, und die Weekend League wird verkackt. So ist es ganz einfach. Die Woche drauf dachte ich mir, es liegt an dem Patch. Es liegt an meiner Aufstellung, meiner Taktik. Es funktioniert nicht mehr so. Ich muss da was ändern. Ja. Okay, Woche drauf ändere ich Aufstellung, Taktik, Anweisungen, komplett alles. Rivals, Punkte verloren, kommende Weekend League, komplett verkackt. Ja. So, und dann sind schon zwei Wochen im Dezember rum und ich sitze und analysiere und jedes Mal suche ich den Fehler nicht bei mir selbst, sondern woanders. So, dann kam das dritte Wochenende. Da war wieder Weekend League, plus den ganzen Samstag war ich beim Mediamarkt 85er Modus spielen, so Peter Pro Event, der ein oder andere, der das Video sieht, war ja mich besuchen, Grüße gehen raus und auch da habe ich wieder den ganzen Tag nur 85er Modus gespielt und dann kam wieder die Weekend League. So, und Weekend League wieder verkackt. Und dann kam der erste Qualifier im Dezember, das war dann vor Weihnachten. Weiterhin Aufstellung herumgeschraubt, Anweisung herumgeschraubt, Taktik herumgeschraubt, Spieler verkauft etc. Also ich habe überall Probleme gesucht, nur nicht bei mir selbst. Ja. So, dann Dezember Cup, der erste, eben vor Weihnachten, leider am ersten Tag ausgeschieden. So, und dann kam Silvester. Das Wochenende und ich habe mir dann 7 Stunden Zeit genommen, ja, beim Silvester Qualifier, das war dann der Samstag, Sonntag war der 30., Montag der 31. Dezember und bin wieder am ersten Tag gescheitert und da habe ich mir gedacht, na, das geht nicht. Ich bin seit 3 Wochen am Herumschrauben von meiner Aufstellung, meiner Taktik, meiner Anweisungen, gib den Patch den Schuld, gib den 85er Modus die Schuld. Gib jedem die Schuld, nur nicht mir selbst. Und ich habe gedacht, na Mario, das geht nicht, ja? Warum bist du nicht diszipliniert genug, was das betrifft? Weil ich habe ja eine Coaching-Akademie mit über 600 Schülern, die ich regelmäßig coache und betreue. Und da ist für mich immer Disziplin an oberster Stelle, weil ohne Disziplin kann ich nicht erfolgreich werden. Und ich selbst habe keine Disziplin und suche die Fehler nicht bei meiner eigenen Haustür, sondern woanders. So, und dann habe ich wirklich 7 Stunden lang, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, von Samstag auf Sonntag, habe ich mir gedacht, na, ganz ehrlich, Mario, jetzt analysierst du den ganzen Dezember durch. Natürlich jetzt nicht jeden Tag, aber die wichtigsten Spiele, die ich aufgenommen habe, plus habe ich natürlich den November nochmal mit einbezogen. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Ich hätte niemals an der Aufstellung zweifeln dürfen. Ich hätte niemals an der Taktik und die Spielanweisungen zweifeln dürfen. Das Einzige, an was ich zweifeln habe müssen oder dürfen, war ich selbst. Weil ich nicht selbst in den Spiegel schauen konnte und sage, hey, jetzt reiß dich mal am Riemer, such die Fehler bei dir selbst und du nicht immer irgendwelche Ausreden suchen. Ja? Normalerweise bin ich auch nicht so, aber irgendwie der Dezember war verhext und da kam Event, Event, Turnier, Turnier, Stress, Stress, Stress. Irgendwie zueinander. Ihr wisst, ich habe auch 3 Firmen neben meiner E-Sports-Karriere und FIFA-Profi. Und das war dann einfach alles zu viel. Und ich wollte einfach nicht selbst an mir arbeiten, sondern irgendwie dem Patch den Schuld geben und so weiter und so fort. Ich möchte mich da nicht wiederholen, weil es für euch dann vielleicht auch zu anstrengend ist. Ja, und was ist jetzt? Ich habe dann die Weekend League wieder mit 28-2 abgeschlossen. Habe auch jetzt den letzten Qualifier. Bin ich mit 2-0 gestartet, habe gegen Bilm 94 gewonnen, der jetzt schon auf 2 Major war. Das ist der Trainer von Marcuso, der aber selbst jetzt auch spielt in FIFA 19. Habe Sergian, Bruder, Grüße gehen raus,
habe ihn richtig dominiert und eliminiert, ja. Und noch andere Kandidaten, auch gegen Timox, habe ich dann gut gespielt. Im zweiten Spiel habe ich einen Unentschieden rausgeholt, der sich ja für das Event dann auch qualifiziert hat. Also da hat man gemerkt, ich bin wieder am richtigen Weg. Und das Fazit von der ganzen Geschichte ist, ich spiele die gleiche Aufstellung und Taktik. Ich habe jetzt nur 4-2-3-1 statt 4-2-2 als Hauptaufstellung gegen die ganz, ganz Guten. Gegen ein bisschen vermeintlich Schwächere oder wo ich nicht so durchkomme, spiele ich 4-2-2, weil mit zwei Stürmern lasse ich es leichter kombinieren. Aber Anweisung und Taktik ist alles gleich. Ja? Das Einzige, woran ich wirklich geschraubt habe, war, man kann ja beim Offensivstyle oder Offensivstil und Defensivstil und Defensivstyle kann man ja was ändern. Ne? Und ich hatte davor Pressing nach Ballverlust und schneller Aufbau in der Offensive. Und jetzt habe ich einfach beides auf ausgeglichen. Somit bin ich vorne noch immer extrem stark und defensiv werde ich nicht mehr so leicht ausgekontert, wenn ich mal den Ball verliere. Und das sind eigentlich die zwei Dinge, die ich verändert habe. Ja, und habe meiner Meinung nach eigentlich wieder die ähnliche Qualität wie im November. Meiner Meinung nach ein bisschen besser, weil ich defensiv kompakter stehe. Das Einzige, woran es jetzt noch scheitert ist, obwohl es ja unter meinem Monitor steht, ihr wisst ja ab und zu auf Instagram, ich habe so Post-its von mentalen Geschichten für die mentale Geschichte. Und da steht ja eher zwei Schüsse, für euch eins, Viereck, Bälle zu den Stürmer, dort verschieben, Disziplin. Spielverlagerung, letzter Angriff, bla bla bla. Da habe ich einige Post-its, ja. Nach einer Niederlage Pause machen, mehrere Stunden, wenn man sich nicht mental erholen kann. Und ich habe einfach jetzt beim Turnier, wo ich die Spiele verloren habe, zu wenig geschossen. Ja, und das war so eigentlich dann das Problem vom letzten Wochenende. Und das im Dezember war einfach definitiv meine eigene Schuld, weil ich einfach nicht selbst an mir gearbeitet habe, sondern wirklich oft gesagt habe, ja, der Patch ist schuld, ich kann nicht mehr 4-2-2 spielen, ich muss eine andere Aufstellung spielen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt muss ich dann auch natürlich den Clemens, der jetzt aktuell mich sehr supportet, auch meine Spiele sich anschaut und analysiert und natürlich mein Social Media Manager Manuel Brenner, der auch sich schon das eine oder andere angeschaut hat und natürlich auch mein eigener Schüler oder Bruder oder einer besten Freunde in FIFA, Kat Navatos, der Stranger, der sich auch das eine oder andere dann von mir angeschaut hat, weil auch wenn ich ein sehr guter Coach bin, mit Abstand auch einer, der mit der meisten Erfahrung und mit dem Business kann keiner aktuell mithalten, was ich habe, so viele Schüler zu coachen und so lange schon, aber auch selbst braucht man mal jemanden an der Hand, weil irgendwann ist man in einem Tunnelblick und kann gar nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen und dann passiert genau die Situation, wie es bei mir passiert ist, Tunnel, ich versteife mich, ich rede mich aus, ich weiß gar nicht mehr, was ich selbst mache, sondern ich will eigentlich alles andere machen, nur nicht an mir selbst arbeiten. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Und das wollte ich euch einfach mitteilen, weil es einfach vielleicht den einen oder anderen wirklich auch trifft oder vielleicht sich damit identifizieren kann, dass man sehr oft Ausreden sucht. Ganz ehrlich, natürlich gibt es mal ein Momentum-Spiel, ja. Das Spiel hat ein Momentum. Vor allem in der Weekend League. Im normalen Friendly oder Division Rivals will ich es jetzt nicht so enorm da mit reinziehen, aber in der Weekend League gibt es das eine oder andere Spiel mal schon, wo du 15 Schüsse hast, der eine 1 und der gewinnt einmal 1-0. Vor kurzem noch bei mir, Sam Stream, das könnt ihr euch auch anschauen. Ich glaube, das war vorletztes Wochenende, nicht das Wochenende. Da stand er 6-0 und dann hat er ein Spiel verloren und dann stand er 6-1. Das war gekennzeichnet, dass er das Spiel verliert. Aber ganz ehrlich, das kommt von prozentuell, ist das 1% oder so. Ja? Oder von 100 Spielen 1 oder was weiß ich. Ja? Also es ist wirklich sehr, sehr wenig und das ist auch keine Ausrede. Ja? Das Spiel ist schuld, deshalb habe ich verloren. Sondern im Endeffekt muss man immer auf sich selbst schauen und immer Selbstanalysen machen und nur dann kann man noch besser und stärker werden. Und wenn man es selbst nicht schafft, dann ist es wichtig, dass man sich eine zweite Meinung holt. Auch wenn man glaubt, man ist gut, auch wenn man ein Profi ist und man glaubt, man braucht keine Hilfe. Totaler falscher Ausweg. Das heißt, egal ob noch kein E-Sportler, ein möchte gern E-Sportler, ein E-Sportler selbst, ein Quereinsteiger, egal wer, braucht immer eine zweite Meinung und eine Unterstützung. Weil, wie gesagt, irgendwann einmal
kommt man in diesen Tunnelblick und dann kommt man einfach nicht mehr raus. Und das hatte ich im Dezember. Ich habe Gott sei Dank diese Mini-Krise überwunden, weil ich selbst dann wirklich schon hätte gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Ich bin Profi seit 2006. Ich spiele FIFA online seit 2004. FIFA grundsätzlich seit 1998. Bin Fußballfan seit ich 4 bin. Spiele selbst Fußball seit ich 5 bin. Also ich kenne mich mit Fußball, mit FIFA aus wie kein anderer bis dato, weil ich bin ja einer der langjährigen E-Sportler in dem Business. Und da habe ich mir gedacht, nein, das geht nicht. Und deshalb habe ich mir selbst gedacht, nee, jetzt oder nie. Und Gott sei Dank konnte ich das überwinden. Und ja, deshalb kann ich euch nur mitgeben, nehmt die Spiele auf, analysiert sie und vergisst nicht eins. Ja? Wenn einmal was gut gelaufen ist und dann läuft es nicht wieder so gut, weil ihr irgendwas verändert, dann macht es back to the roots. Weil vor allem das Spiel, auch wenn ein Patch mal kommt oder so, das Spiel verändert sich jetzt nicht enorm, wo man sagt, man muss sein komplettes Spiel aufgeben und seine Spielzüge gehen nicht mehr und die Einschüsse gehen nicht mehr und Torwart verschieben geht nicht mehr und bla 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 bla. Also das kann ich euch auf jeden Fall auf den Weg mitgeben. Ja. Sonst, ja, viele fragen mich auch immer bei der Weekend League, da kann ich auch noch kurz einen Tipp dazu sagen. Teilt euch die Spiele wirklich auf. Schaut, dass ihr Freitag 10 macht, Samstag 10 macht, Sonntag 10 macht. Wenn ihr den Qualifier spielt, so wie ich, wenn ihr schon mal 27 erreicht habt, ist es natürlich schwierig, das irgendwie so zu handeln. Aber nichtsdestotrotz muss man sich irgendwie versuchen, da dran zu halten, weil dann kann man auch erfolgreich das Ganze abschließen. Weil wenn man jetzt wirklich nicht E-Sportler ist und davon leben kann und nicht jeden Tag das macht, dann hat man nicht diese mentale Stärke, ist man nicht konzentrationsstark, um wirklich zu 100% immer das nach einer Niederlage weiterzumachen zum Beispiel. Kann ich auch empfehlen, dass ihr das nicht macht, weil wenn das Spiel wirklich ja nicht nach euren Wünschen gelaufen ist und ihr denkt, ihr wart eigentlich besser und verliert, ja, dann seid ihr im nächsten Spiel genauso unkonzentriert, regt euch noch immer auf. Das können wir nur, also nicht einmal ich kann das, ich muss auch manchmal Pause machen. Ja. Bei Turnieren ist es dann natürlich nicht immer einfach, da muss man frische Luft wieder zu sich nehmen, geht man kurz raus oder bei mir am Balkon. Oder wenn man zu Hause ist, geht man schnell sich abduschen kalt, damit man wieder einen klaren Kopf bekommt. Ja. Oder trinkt man einen Kaffee oder nimmt irgendeinen Konzentrationsbooster oder so, Energy Booster. Ja, und das will ich euch nur mal sagen, weil ich denke mir, in letzter Zeit habt ihr natürlich auf YouTube vor allem immer Videos gesehen mit Gameplay, Rewards, dies und das. Und da war ich auf Mallorca, da war ich dort, da habe ich das gemacht. Aber ich habe mir gedacht, so ein Video, wo ich einmal selbst über mich selbst spreche, ist vielleicht auch mal interessant. Und ja, deshalb würde es mich auch freuen, wenn ihr mir wirklich in die Kommentare schreibt, was ihr so über dieses Video denkt oder überhaupt über, wie wichtig ist mentaler Bereich im E-Sport oder im FIFA. Wie denkt ihr über die Situation? Was belastet euch? Was läuft bei euch nicht? Schreibt es wirklich in die Kommentare, weil lasst uns gemeinsam, ja, ich bin Gott sei Dank schon draußen, natürlich ist noch immer Luft nach oben, aber diese Mini-Krise, die wirklich belastend war, war überstanden oder ist überstanden. Aber wenn ihr welche Probleme habt, dann schreibt es in die Kommentare oder wenn ihr euch nicht traut, in der Öffentlichkeit das zu posten, aus irgendwelchen Gründen, ja, verstehe ich auch, dann unten in der Linkbeschreibung ist natürlich auch mein Instagram-Profil, da bin ich am aktivsten. Wenn ihr da mir schreibt, ich antworte jeden persönlich. Ja. Also lasst mich in die Kommentare wissen, was eure Problemzone sind, was euch belastet, wo es bei euch gerade nicht läuft und lasst uns gemeinsam mit der Hashtag Mario Army, ja, geilsten Community der Welt, einfach da wirklich uns gemeinsam raushelfen, gemeinsam weiter unterstützen, supporten. Support ist kein Mord und ja, jeder kann von jedem lernen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich zum Beispiel von meinen 600 Schülern, da ist ja jetzt nicht jeder ein Profi, ne? Aber ich kann auch von dem Schwächsten was lernen oder von den nicht so guten, weil Schwächsten ist eigentlich nicht das Richtige, von den nicht so starken, ja, weil das habe ich noch damals bei mir, ich habe eine Lehre gemacht, ja, Einzelhandelskaufen beim Saturn früher und da hat mir damals ein wichtiger Anhänger, wirklich ein sehr, wie soll ich sagen, den habe ich gern gehabt, diesen Mitarbeiter, diesen Amtskollegen und der war aber schon kurz vor Pension, da war ich gerade im ersten Lehrjahr und der hat gesagt, Mario, du bist so jung und ich schon so alt und gehe in Pension, aber ich kann was von dir lernen und ich denke mir, was redet er eigentlich, ne? Und
Deshalb, man kann wirklich von jedem etwas lernen. Versucht euch immer gut auszutauschen, seid nett zueinander, versucht sie gegeneinander nicht auszuhetzen oder irgendwie, sondern versucht sie gegenseitig zu unterstützen. Nur das zählt und dann könnt ihr euch wirklich weiterentwickeln und dann kommt auch diese Fleiß und Motivation, wird dann auch irgendwann in Erfolg umgewandelt und dann seid ihr genau dort, wo ihr auch hin möchtet. Ja. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch und natürlich viel Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht traut, öffentlich was zu kommentieren zu diesem Thema oder zu euren Problemen oder euren Situationen aktuell, dann lasst es mich privat wissen. Ihr seht die Kanäle auf jeden Fall in meiner Linkbeschreibung. Und sonst, ja, am Donnerstag kommt ein Rewards-Video. Eventuell kommt, es kommt hundertprozentig auch ein Pack-Opening von Team of the Year. Also so ein Highlights-Video, wo ich auch das Ganze so aufnehme und dann auch nicht im Nachhinein kommentieren möchte, sondern kurze Anmoderation, Highlights, Fazit und Gamma. Also es kommen da diese Videos jetzt demnächst auf euch zu, dort die Back-Opening-Highlights und ja, dann natürlich die normalen Rewards. Wobei, ob ich die jetzt öffne oder nicht, da muss ich mir echt überlegen, vielleicht mache ich nur das Dotti. Ja. Könnt ihr auch dazu kurz mal in die Kommentare posten, ob ihr für diese Woche die Packs öffnen würdet. Also jetzt die Team of the Week Packs, ja, also jetzt nicht die normalen Packs, die würde ich öffnen wegen Totti. Ja. Und sonst, ja, was steht jetzt noch die Woche an? Außer jetzt am Donnerstag ein neues Video auf YouTube. Freitag geht es nach Düsseldorf zu einem Kickoff-Event von meiner Firma. Am Samstag dann der LQE Qualifier. Aber... dann natürlich die Weekly League, aber was ist aktuell eigentlich das Aktuellste? E-Club-WM-Qualifikation. Kevin und ich und SK Rapid Wien, also Kevin und ich tun den SK Rapid Wien vertreten und versuchen uns für die E-Club-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Gestern konnten wir 2 Spiele gewinnen, also stehen wir mit 6 Punkten aktuell auf Tabellenplatz 1. Und wenn das Video heute rauskommt, sind wir gerade mittendrin in der 3. und 4. Runde. Also drückt uns da die Daumen, wie gesagt, in den Social Media auf Instagram. Verfolgt ihr oder könnt ihr alle Runden verfolgen. Ich poste da ständig alles in die Stories. Ja? Und sonst, wie gesagt, habe ich eh schon gesagt, LQ Qualifier kommt noch und dann eben die Weekly League. Also wirklich viel Arbeit die Woche noch. Ja, ich wünsche euch alles Gute, eine noch immer schöne restliche Woche, weil wir haben ja erst Dienstag. Und wie gesagt, vergisst nicht unten rechts meinen Kanal zu abonnieren, das wäre echt, echt nett. Ich bemühe mich da echt ständig, mich weiterzuentwickeln auf YouTube und sowieso euch viel Content zu liefern auf allen Kanälen. Das heißt Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn, bla 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 bla. Ja, und nicht vergessen, wenn ihr schon abonniert, auch die Glocke aktivieren. In diesem Sinne, alles Gute, toi toi toi, drückt uns die Daumen. In diesem Sinne wollt ihr auch nochmal Happy Birthday SK Rapid Wien sagen, weil die sind heute 120 Jahre geworden. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, eure Mario Wiska, bye bye, ciao, ciao.